Herzlich willkommen bei Pudding Berlin Küchenbasics. Ich zeige euch heute, wie ihr aus Resten vom Spargelessen eine Spargelsuppe kocht. Dieses Ganze ist auch noch vegan. Dafür nehme ich Weißweinessig, Olivenöl, Gemüsebrühe, bisschen Sojasahne, kann ich aber natürlich auch mit normaler Sahne machen, Kreuzkümmel gemahlenen, Salz, weißen Pfeffer, Muskatnuss und ich habe mein Spargelwasser, in dem ich den Spargel gekocht habe, aufgehoben. Da ist schon Salz und Zucker drin und eine halbe Zitrone. Und da werden jetzt meine Spargelschalen ungefähr 10 Minuten lang ausgekocht. Ich lasse es leicht köcheln. Dann stelle ich einen zweiten Topf auf. Darin werden zwei Zwiebeln in Olivenöl angedünstet. Außerdem kommen da meine Spargelabschnitte. Das Ganze wird jetzt auch gleich leicht gesalzen. Salz entzieht dem Gemüse Wasser und ihr seht, mein Topf ist ein bisschen heiß geworden. Ich möchte nicht, dass es anbrennt. So wird eben das Wasser ausgeschwemmt und verhindert ein Anbrennen, weil das Gemüse dann den eigenen Saft dünstet. So, dann hatte ich noch drei Kartoffeln übrig. Die werden in feine Scheiben geschnitten. Kartoffeln enthalten Stärke, die löst sich dann in der Suppe, wenn die weich gekocht sind und gibt dem Ganzen Bindung. Abgelöscht wird das Ganze dann mit Gemüsebrühe und wird jetzt ungefähr 10 Minuten lang gekocht, bis die Spargelenden auch wirklich weich sind. Und in der Zwischenzeit ist mein Spargelwasser auch fertig. Das kommt dazu, gibt dem Ganzen noch ein schön intensives Spargelaroma. Dann wird das Ganze gepfeffert mit weißem Pfeffer. Der ist ein bisschen milder und außerdem sieht man dann die schwarzen Punkte nicht in der Suppe. Hat also auch einen optischen Effekt. So, und wenn das Gemüse wirklich weich ist, kommt jetzt die Sojasahne dazu. Wie gesagt, ich kann natürlich auch normale Sahne nehmen. Für den Nicht-Veganer. Ansonsten ist das Rezept 1:1 das gleiche. So, und jetzt wird püriert. Abschmecken. Das Ganze braucht noch ein bisschen Säure. Da kommt jetzt der Weißweinessig zum Einsatz. Einen kleinen Schuss verleiht dem Ganzen eine schöne Frische. Ich kann aber auch Weißwein nehmen oder einfach Zitronensaft. Und jetzt nochmal abschmecken und eventuell nachsalzen. Das Spargelwasser war ja schon gesalzen. Und dem her vorsichtig sein mit dem Salz, wirklich erst am Schluss dann tatsächlich abschmecken. Ja, so, das war's. Und das Schöne ist wirklich, dass die Suppe wirklich aus Resten gekocht wird. Ich kaufe dafür jetzt nicht nochmal extra Spargel. Hier habe ich noch zwei Spargel übrig, die nehme ich als Einlage. Dann kommt die Suppe drauf und fertig. Ein paar frische Kräuter noch aus dem Garten. Dann habe ich noch ein paar Croutons, ein paar Brotwürfel. Die habe ich in Olivenöl angebraten, ein bisschen gesalzen, sodass sie schön knusprig sind. Die kommen oben drauf. Perfekt. Viel Spaß, guten Appetit und bis bald.